Frau Hasselmann, nächste Woche Mittwoch geht's los mit den Sondierungsgesprächen zwischen Union, FDP und auch den Grünen. Wie steht eigentlich die Fraktion, die Bundestagsfraktion, die neue mehrheitlich zu diesem Vorhaben, das überhaupt sondiert wird und möglicherweise koaliert wird in dieser Konstellation? Ja, die Bundestagsfraktion der Grünen konstituiert sich heute. Wir sind einmal schon zusammengekommen, die neuen und die alten Abgeordneten, direkt nach der Bundestagswahl. Bei uns gibt es ein großes Einvernehmen darüber, dass wir mit Sondierungen beauftragt sind. Unser kleiner Parteitag hat dazu schon entsprechende Beschlüsse gefasst, darüber diskutiert. Wir werden heute auch in der Fraktion darüber weiter diskutieren. Die Sondierungsgruppe steht, das heißt, wir sind gut vorbereitet und wir wollen, dass es jetzt endlich losgeht mit Sondierungsgesprächen. Es hat lang genug gedauert, dass die Union intern erstmal Befindlichkeiten klären musste. Ich bin froh, dass man jetzt endlich mal zu Gesprächen sich vereinbart hat und dass man da absehen kann und ausloten kann, was passiert. Welche Rolle hat eine Fraktion eigentlich während solcher Sondierungsgespräche? Es passiert ja ansonsten noch nichts hier im Bundestagskampf. Es gibt kein Plenum, es gibt keine Ausschüsse. Also was machen die Abgeordneten, die übrigen Abgeordneten, die nicht in der Sondierungskommission, in der Sondierungsgruppe sind? Klar, in der Sondierungsgruppe sind für die Grünen 14 Leute aus Bund, Ländern. Die Fraktion ist aber ganz wichtig natürlich trotzdem und die Partei auch. Die sind eingebunden in Vorbereitungsarbeitsgruppen, die natürlich solche Sondierungen und Verhandlungen möglicherweise, wenn sie denn am Ende von Sondierungen stehen, auch fachlich begleiten müssen. Und diese ganzen Vorarbeiten, die Sie jetzt gar nicht sehen, die finden natürlich statt auf Arbeitsebene, in Arbeitsgruppen. Wir führen zum Beispiel in dieser Woche und in der nächsten auch Gespräche mit Verbänden, Institutionen, Nichtregierungsorganisationen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Da sind auch viele Abgeordnete eingebunden, solche Gespräche mit Gewerkschaften, Sozialverbänden, Flüchtlingsinitiativen, Wirtschaft zu führen. Das alles bereiten wir gerade vor als Fraktion. Das heißt also, auch wenn noch keine Bundestagssitzungen stattfinden, findet natürlich was statt und wir arbeiten in Arbeitsgremien schon daran. Jetzt haben Sie beschrieben, die Arbeitsstruktur, die Sie ja schon haben, auch sehr viel Organisation, die da nötig ist. Und trotzdem bestätigen Sie den Fraktionsvorstand heute nur ja kommissarisch im Grunde irgendwie. Warum wählen Sie heute noch nicht? Die anderen Fraktionen, die bislang getagt haben, die Linke ist ja erst nächste Woche dran, haben ihren Fraktionsvorstand schon neu gewählt. Warum wollen Sie es einstweilen bei dem Personalbestand belassen, den Sie gerade haben? Ja, also der geschäftsführende Vorstand, wenn heute die Fraktion das so bestätigt, den Vorschlag ist dann im Amt. Es gibt zwei Fraktionsvorsitzende, es gibt die PGF, die dort arbeiten. Und wir halten das für einen sehr sinnvollen Vorschlag für die Fraktion, für die Zeit der Sondierung und möglicher Verhandlungen, weil wir ja nicht wissen, was passiert. Und dann in Ruhe, wenn Sondierung und mögliche Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, einen kompletten neuen Fraktionsvorstand wählen können. Erst dann wissen wir auch, wie sind vielleicht Ministeriumszuschnitte, welche Ausschüsse wird es geben und danach richten sich dann auch die Arbeitskreise der Fraktionen. Sie haben den Länderrat vorhin schon mal angesprochen, der eine große Mehrheit, wo sich eine große Mehrheit gefunden hat für die Sondierungsgespräche. Was überwiegt denn bei Ihnen persönlich, die Chance, grüne Politik umsetzen zu können oder das Risiko, an grünem Profil zu verlieren, weil Sie zu viele Kompromisse und Zugeständnisse machen müssen? Denn Zugeständnisse, Kompromisse werden Sie machen müssen bei den Gesprächen. Ja, das ist ja klar, weil immer, wenn man sich auf Gespräche mit anderen Parteien einlässt, heißt das, man kann nicht zu 100% ein Wahlprogramm realisieren. Das Wahlergebnis ist kompliziert, aber für uns ist das jetzt auch eine Herausforderung, als Bündnis 90 Die Grünen zu sagen, wir müssen uns auf diesen Prozess der Sondierung, Verantwortung, Gestaltungsmöglichkeit einlassen und am Ende sehen, hat das im Ergebnis so weit, kann das tragen, dass wir hier was vereinbaren können. Dieser Prozess ist offen. Wir wissen nicht, was am Ende steht. Das werden wir jetzt in den Sondierungsgesprächen sehen. Wo sehen Sie denn noch Anknüpfungspunkte, vor allem bei der Flüchtlings- und Migrationspolitik, nachdem die Union jetzt ihr gemeinsames Papier beschlossen hat? Da sind viele Punkte drin, die sich eigentlich völlig ausschließen, wenn man grüne Positionen damit vergleicht. Erstmal ist klar, dass dieser Formelkompromiss, der da gefunden wurde, ein Formelkompromiss zwischen CDU und CSU ist. Mich hat geärgert, dass es so lange gedauert hat. Ich dachte, sowas klärt man zwischen diesen beiden Parteien während der Erstellung eines Wahlprogramms.
sei es drum, jetzt ist es geklärt. Wir sind mit einer Position der Union konfrontiert und jetzt gehen wir anknüpfend daran in Sondierungsgespräche. Wir haben als Grüne deutlich gemacht, uns ist der Familiennachzug, das Grundrecht auf Asyl und auch die Frage eines Einwanderungsgesetzes und legaler Fluchtwege sehr, sehr bedeutend. Das werden wir jetzt als grüne Position in solche Gespräche einbringen. Abschließend, wie einig gehen Sie denn in diese Gespräche? Auf der einen Seite haben wir gestern Cem Özdemir gehört und auch Frau Göring-Eckardt, jetzt auch Sie, die sagen, wir gucken uns das mal an und dann reden wir miteinander. Jürgen Trittin beispielsweise hat gestern in mehreren Interviews schon mal die Ausschließlichkeit bzw. betont, wo es überhaupt nicht zusammengeht. Also oder ist er vorgeschickt, um da die Positionen noch mal klar zu ziehen? Nein, ich glaube, die Stärke von Bündnis 90 Die Grünen war im Wahlkampf und ist auch jetzt, auch für die Sondierung, dass wir sehr geschlossen auftreten und sagen, Umwelt und Gerechtigkeit sind zwei Elemente, die sind uns ganz, ganz bedeutend, kombiniert mit der Europafrage und der Weltoffenheit. Und das werden wir ganz gemeinsam dann als Sondierungsgruppe in die Gespräche einbringen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Also von daher, ich glaube, wir sind als Grüne gut vorbereitet für solche Sondierungen. Und ich bin froh, wenn es jetzt endlich losgeht. Danke, Frau Hasselmann. Bitte, gerne. Geschlossenheit trotz unterschiedlicher Positionen, die hier natürlich auch immer wieder geäußert werden. Das sind Begriffe, die man in diesen Tagen häufiger hört hier bei den Grünen. Und um Geschlossenheit sich bemühen, wird sich auch die Fraktionssitzung, die noch nicht begonnen hat hier, aber die Parteivorsitzende Simone Peter ist heute auch da. Sie gehört ja dem linken Parteiflügel an. Da wird man jetzt wahrscheinlich auch noch mal miteinander um gemeinsame Positionen ringen, bevor man dann nächste Woche in die ersten Gespräche mit der Union und der FDP geht. Das Ganze ist angesetzt bis 18 Uhr. Wir bleiben noch ein wenig hier und hören, was sich tut und werden dann, wenn nötig, darüber berichten. Einstweilen zurück von der Fraktionsebene im Deutschen Bundestag zu Stefan Kulle nach Bonn.